Für 31.250. Wir haben's doch, Freunde, wir haben's doch. Bei uns läuft. Hi und herzlich willkommen zurück zu Let's Play GTA Online. Wieder alleine. Ja, für den einen oder anderen, der sich eventuell fragt, warum kommt denn kein Dragon Age momentan? Das liegt einfach daran, dass Shadowblade Dragon Age irgendwie nur noch mit 0,99 Frames aufnimmt und einfach ein schwarzes Bild ausgibt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Demnächst gab es mal ein Update für GeForce Experience und seitdem spackt es ein bisschen rum. Ich hoffe, dass sie demnächst mal wieder ein Update rausbringen. Weil ich habe zwar versucht, das mit Fraps zu machen, aber da läuft es nicht so flüssig, ne? Weil Fraps irgendwie ultra Leistung zieht und dann läuft es nur so mit 50 Frames. Was jetzt auch nicht so schlimm ist, aber ich weiß nicht, sieht einfach nicht so geil aus. Wie mit Shadowplay. Deswegen halt wieder GTA. So. Ja, eigentlich will ich gar nicht das Auto. So, was habe ich heute vor? Ich habe heute vor, mal in die ganzen Läden zu gucken. Du Scheißfliege. Piss dich. Hier sind gefühlte 80 Millionen Fliegen. Nee, eigentlich sind es nur 7. Ich könnte es tapfere Schneiderlein werden, wenn ich sie alle auf einen Streich erledige. Habe aber jetzt keinen Bock drauf. Ja, also die sind halt hier. Auf einmal waren die da so. Huch, hi, wie geht's, Tobra? Alles klar, alles fit im Schritt und so. Wir nerven dich ein bisschen, aber macht ja nichts, ne? Ja, genau so war das. So, was ich eigentlich sagen wollte, was machen wir heute? Wir machen heute. Wir gehen erstmal zu einem Tattoo-Studio. Und zwar will ich mal gucken, ob ich irgendwie neue Tattoos, neue Klamotten, sowas hab. Einfach mal ein bisschen einkleiden. Lester, Vorbereitung für einen Heist. Ja, natürlich. Das Problem bei Heists ist irgendwie, immer wenn ich selber einen starten will, tritt keiner bei. Aber Einladungen kriege ich Unmengen. Unmengen, hey. Freunde, Unmengen, sage ich euch. Aber gut. So, auch eine Mission von Trevor. Aber die stört uns jetzt erstmal nicht. Wie viel sind wir eigentlich? Zu zweit, okay. Also ich denke mal, da kann man das in aller Ruhe angehen. Ich habe auch erst überlegt, ob ich es in einer Solo-Sitzung mache. Dann hätte man sich das alles in Ruhe angucken können. Aber zu zweit geht es auch. Ist alles sehr entspannt. So, mal schnell auf die Karte lugen. So, hier ist der Tattoo-Laden. So, ich würde sagen, das ist 1A eingeparkt. So, gehen wir mal rein. Servus. Ja, wir haben neue Sachen. Okay. Okay, ich denke mal, die haben sie neu eingefügt auch. So, ja, das sind alles die, die wir schon kennen, ne? Was habe ich denn eigentlich aktuell? Ach, das ist ja. Oh, da waren noch welche. Clown und Waffe. Okay, und Clown ohne Waffe. Alles klar. So, wie viel habe ich denn eigentlich gerade? 268.996. 69. Freunde. Wisst Bescheid, ne? So, was haben wir da? Eine Schlange. Dann haben wir hier. Okay. Was ist das? Ein Drache? Rauchende Schwestern, okay. Auch immer sich sowas. Fliegendes Auge. Okay. Loose Lips Sink Ships. Dieser Gegenteil ist Teil des Festive Surprise. Okay. Diese Gegenteil ist. Okay. Okay. Halt nochmal schnell angucken. Oh, das sieht. Das hat doch auch was. Oh, wir gucken mal noch weiter durch. Jägermeisterzeichen. Hirsch. Wir wissen das. Ja, keine Ahnung. Hirsch. Ja, den Insider werden jetzt nur meine beste Freundin und mein bester Freund verstehen. Aber egal. Oh, Screw-Emblem. Nice. Es scheint aber mittlerweile hier transparent zu sein. Das sieht. Nee, das sieht nicht geil aus. Nee. Rich. Ja, rich sind wir gerade allerdings. Steingereiz. Nö. Was war das? Flammendes Kleeblatt. LS-Flammen, 7 Todsünden. Was will man dafür machen? Erledige 1000 Spieler. 1000 Spieler, hey. Blackjack, raube 25 gepanzerte Transporter aus. Okay. Na gut, dann, was haben wir hier?
Okay. Hustler, gewinne 50.000 durch Wetten, um diesen Gegenstand freizuschalten. Alles klar. Das haben wir aktuell. Dieser Gegenstand wird freigeschaltet, wenn du Rang 72 erreichst. Nö, finde ich aber auch nicht so schön, von daher. So, dann gucken wir mal im Kopf. Schöner Tod, Schlangenkopf, Schlangenkopfumriss. Ja, also wenn man sich solche macht, dann sollten alle so sein, weil sonst, ich weiß nicht, sieht es irgendwie blöd aus, wenn da auf einmal so Farbe ist und der Rest einfach nur schwarz-weiß. So, haben wir noch irgendwas? Nee. Can't go wrong with that. So, was haben wir hier? Python-Totenkopf, okay. Ägyptischer Wandschmuck. Muss auch noch ein bisschen drehen. Nein, hat das jetzt? Nee, okay. Ich dachte gerade, kurz, er jetzt gekauft. Tödlicher Dolch, okay, das ist hinten. Jetzt wieder nach vorne drehen. Okay. Nice. Ah, wobei. Das könnte man sich schon mal gönnen. Time's up. Oder? Passt, finde ich, zum Rest vom Tattoo, das wir aktuell tragen. Nehmen wir gleich mal mit. So, die Schlange. Nö. Ich will den ganzen Arm haben. So, was haben wir hier? Weißes Dreieck, alles klar. Sonnenaufgang, sehr schön gezeichnet auch. Stop. Sopt-Schild. Dornrosisch, aber da hinten. Ein Schloss, alles klar. Was ist eine Pizza? Also, es würde ja zu mir passen, eigentlich, so Fastfood-mäßig. Ach, wisst ihr was? Ja, klar, wir nehmen es mit, Freunde, wir nehmen es mit. Der Blitz. Ein Schnurrbart, Ziegel. Alter, haben die da. Okay. Die sind am Arsch, ey. Gewinne 50 Rennen. Okay, da brauche ich noch eine Weile. Brauche ich auch noch eine Weile. So, dann gucken wir mal auf dem rechten Arm. So, die gehen wir mal ein bisschen schneller durch, weil da geht es mir eigentlich nur um eines. Schlange. Smiley-Stift, lalalala. Hufeisen. Was, wie groß ist denn das? Ah, ne, okay, passt schon. Wieder Screw-Emblem. Kohle. Teil des Business-Updates. Alles klar. Löwe. Wo war denn dieses eine, hey? Fahr oder stirb. Da war's, Freunde. Ich hab's freigeschalten. Ich hab's freigeschalten. Ride or die. Das wollte ich früher mal haben. Warum habe ich eigentlich dieses Hufeisen? Bin ich bescheuert, Alter? Ja, aber das Brotherhood halt. Na, wenn halt nur das drauf ist. Ich wollte es eigentlich immer haben. Aber das Blöde ist, dass du halt nur entweder das oder das. Geil wäre es halt, wenn sie das hier unten so abmachen würden. Ja, warte mal. Habe ich nicht zwei? Nee, gell? Ich habe nur eins gerade ausgewählt, aktiv. Oder? Dickes Hufeisen, kann ich es irgendwie wegmachen? So. Sieht irgendwie kacke aus, oder? Warum habe ich denn das reingemacht, Alter? Ich bin ja bescheuert. Ja. Nee, sorry, ich finde das nicht gut. Läuft bei dir auf jeden Fall. Heißer Feger. Eine Frau tätowieren. So. So, was haben wir hier noch? Ja, gut, das war's. Gut, dann haben wir, glaube ich, eins haben wir jetzt gemacht. Die Pizza. Wenn die total bescheuert ist. Wie das Hufeisen, aber die Pizza, die hat immerhin so ein bisschen, ist ein bisschen sinnbildlich für mich, würde ich mal sagen. So, dann machen wir weiter. Wir gehen zu einem Bekleidungsgeschäft. Denn in GTA Online ist ja so, dass man in jedem Geschäft, sei es Bingos, irgendwas, alles bekommt. Nicht so wie im Singleplayer, wo man dann echt so Bingos und Poison Bees oder so heißen sie, glaube ich, und Suburban fahren muss. Ach, hier, der am Strand mit den Masken auch. Ja. Okay, ich glaube, alles kriegt man da nicht bei dem. Also man kriegt halt das, was er ausgestellt hat. Also T-Shirts zum Beispiel, Hosen. Wenn er das ausgestellt hat, bekommt man das. Aber ich denke mal, das wisst ihr ja schon alles. So.
Ja, ihr seht das. Ich glaube, er hat T-Shirts und Hüte, ne? Ja, Oberteile halt. Ah, gibt's auch einiges Neues oder einiges eins. Nice. So ein T-Shirt. Ein Katzen-T-Shirt. Ein Yeah-T-Shirt. LSSA. Los Santos San Andreas oder was soll das heißen? Wahrscheinlich, oder? Ein Hirsch. Eigentlich müsste ich es kaufen. Komm, komm. Einfach nur. Einfach nur wegen Insider, Freunde. Nur wegen Insider. Okay. Da habe ich eine Einladung bekommen. Gucke ich mir gleich mal an. So, T-Shirts. Hä? Haben wir immer noch was? So, wir gehen hier irgendwann mal ganz schnell durch. Ach ja, manchmal ist einfach der Fehler. Ich glaube, ich weiß, woran das liegt. Wenn hier so neue Sachen kommen, die aber ein Schloss haben, man kann sie sich doch eigentlich angucken. Spinnt's irgendwie rum. Ein dunkelgrünes Polohemd, okay. Wir gehen mal wieder auf Tanktops. Und nehmen wieder. Wie nehmen wir denn? Ja, komm, in dem Schwarz, oder? Ja. Passt schon. Das Fischding ziehen wir mal in einer anderen Folge an. Fat Baby Chuck, Sniper vs. Donners. Aha. Okay. Shoot to Thrill hat auch eine geschickt. Team Deathmatch. Nö. Wie gesagt, ich gucke, ob es neue Sachen gibt. Hallöchen. Dann würde ich sagen, wir gehen zu einem anderen. Am besten mal hier hin. So, einmal umdrehen. Dankeschön. Ich habe heute noch gar keinen so krassen Unfall gebaut, ne? Nicht abbiegen müssen? Ich kann auch hier. Okay. Ja, komm, watch out. Watch du doch out. Ich fahre hier. Ich bin ein Gangster. Ich habe die Waffe, nicht du. Hey, wo fahre ich denn hin? Ja, ja, das alte Problem. Mikrofonständer immer noch im Weg. Ich sehe die Karte richtig schlecht. Also zumindest den Punkt, wo ich gerade bin, sehe ich überhaupt nicht. Letztes war es ein bisschen besser. Muss ich nochmal neu arrangieren, das Mikro. Hednard hat das Spiel verlassen. Ah, wir sind wieder zu zweit. Ach, da ist einer reingekommen, okay. Hab ich gar nicht mitbekommen, Freunde. So, dann gehen wir rüber hier. Ja, wir parken einfach hier. Zack, nailed it, wie immer. So, springen wir da drüber. Zack. So ist nice. So. Dann gucken wir nochmal. Haben wir neue Schuhe? Ja, haben wir. Mokassins. Okay, nicht so geil. Warum habe ich mir die eigentlich alle gekauft? Ich glaube, das habe ich mal, als ich es noch auf der PS3 gespielt habe, da wollte ich echt mal alle Klamotten haben, einfach nur, weil ich es könnte. Okay. Sonst noch? Ne, gut, das war's. Dann schauen wir uns Hosen an. Wir haben neue Arbeitshosen oder eine. Eine himmelblaue, ja, kann was. Shorts haben wir auch neu. Die hier, ne? Was? Die Waldtarn? Ich weiß es nicht. Naja. So. Was ist schon was Neues? Nope. Wird dann noch die Sporthosen. Gehen wir einfach mal so schnell durch. Also die muss man sich jetzt nicht unbedingt so angucken. Aber. Ach, das sind die Dinger, ja, okay. Naja. Lester. Oh, vielleicht gibt es neue Hüte. Helme. Okay, Violett. Ja, geil. So. Ich weiß auch nicht, warum sieht das so bescheuert aus? Sieht aus, als würde ich auf einer Farm arbeiten oder so. Was ich auch noch. Also, was sie echt mal einführen könnten. Hier, so Kappen rückwärts. So coole Kappen. Nicht sowas hier. Das ist nicht so geil. Also hier die da zum Beispiel. Einfach rückwärts. Warum geht das nicht? Warum ist das so schwer? Ich verstehe es nicht. Da muss ich halt ein Fedora tragen. So, Oberteile haben wir uns angeguckt. Ja, das sind auch nochmal... Oh, ja, alles klar. Rasche doch richtig aus. Oh, hallo Martin. Halt's Maul. Das ist respektlos, wenn man halt's Maul sagt. So, da haben wir eine neue... Oder haben wir eigentlich...
Hipsterbrillen. Okay. Luxusbrillen. Aha. Schutzbrillen. Okay. Wunderschön. So, haben die auch Ketten oder sowas? Accessoires. Ah. Ah, cool. Ja, die sind jetzt mal. Also zumindest zum Teil. Echt nice. Lechin. Ach, schon ganz schön viel neue, hä? 40 insgesamt. Ach, du Drecksfliege, du. So, wir haben, glaube ich, aktuell die hier. Also, die haben wir an. Und die haben wir auch. Wo steht eigentlich SN? Ach, komm, wir holen uns mal die. Für 31.250. Wir haben es doch, Freunde. Wir haben es doch. Bei uns läuft. Da können wir uns auch mal Ohrringe kaufen. So, was haben die denn? Auch diese LNS-Dinger da. Gold. Ja. Haben sie auch Ringe? Ja, Mann, die haben auch Ringe. Richtig nice. Ne, silberne haben sie nicht, ne? Hm. Ich hatte mal schwarze, deswegen kaufen wir die jetzt einfach mal. So, links. Muss ich die jetzt echt einzeln kaufen? Lol. So, wir gehen mal alle durch, die kennen wir ja. Sind ja dieselben, ja gut, und die Sterne bleiben natürlich. Sind ja dieselben wie bei beidseitig. Aber wir lassen die einfach beidseitig an. Geil. So, Tücher. Ja, können wir jetzt natürlich nicht anziehen. Du musst eine, okay. Nice. Also richtig nice, hey. Dieses Tuch ist nicht kompatibel mit deinem Kommando. Ja, Krawatten können wir natürlich auch nicht angucken gerade. So, Uhren haben wir noch. So, was sieht denn nach meiner Uhr aus? Wir richten den jetzt mal so ein bisschen auf mich ein. Also nicht, was jetzt Tattoos angeht. Kette auch nicht. Eigentlich gar nichts. Die Ohrringe passen ja auch nicht. Nee, eine Uhr. Eigentlich ist eine Uhr total schwachsinnig. Vor allem sind die voll teuer, hey. So, wir gehen jetzt einfach mal schnell durch. Und Handschuhe. Ja, nee, die tragen wir auch nicht. Hat auch keinen Sinn, Freunde. So, dann werden wir hier, glaube ich, auch durch. Jupp. Gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Ich weiß, es war jetzt nur eine Zeige... Folge, aber muss auch mal sein. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut, Leute. Puh.